Scheiß auf Kohle und Atom, Energie autonom. Ich bin hier bei der Kohlekette gegen Kohlekraft, weil ich denke, dass es bessere Alternativen gibt zur Produktion von elektrischem Strom als aus der Gewinnung von Kohle. Weil ich Klimawandel für das drängendste Problem unserer Zeit halte. Wir müssen aus der klimaschädlichen und gesundheitsschädlichen Braunkohle sofort aussteigen. Ich bin hier, weil mich entsetzt, dass die Schönheit dieser Landschaften hier durch diesen Braunkohle Tagebau zerstört werden soll. Ja, und ich bin hier, weil ich finde, das geht nicht nur die Leute an, die hier leben, sondern wirklich die ganze Welt, ganz Deutschland. Ich weiß nicht, was ich selber tun würde, ob ich hier bleiben würde oder ob ich so schnell wie möglich gehen würde. Ich finde es einfach wichtig, dass man für die Leute hier, die weg müssen, dass man hinsteht und sagt, das wollen wir nicht. Gegen Kohle Lobby im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden, EO, leistet Widerstand gegen Kohle, Lobby im Land. I think it's incredible that in this day and age that we're still expanding our coal dependencies. Es ist wichtig, dass wir die Kohle da lassen, wo sie ist, unter der Erde. Und dann können wir auch die Dörfer da lassen, wo sie sind. Und dann können die Leute auch da wohnen, wo sie wollen oder wo sie halt geboren sind. Es hat eine Dame irgendwie von Mitte 70 erzählt, sie müsste raus und das in 3-4 Jahren. Und sie hat keine Ahnung, wie sie das schaffen soll. Ich gehe öfter auf Demos, auch mit meiner Familie. Und eigentlich ist es ja auch für die Zukunft. Gegen Kohle, Lobby im Land, auf die Barrikaden, auf die Barrikaden. Jo, leiste Widerstand. Gegen Kohle, Lobby im Land, auf die Barrikaden, auf die Barrikaden.